Linke das Wort. Und ich bitte gleichzeitig die Kollegen, sich an die Redezeit zu halten. Wir sind nämlich schon im Verzug. Ich will es versuchen, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch liebe Besucherinnen, die hier am Freitagnachmittag noch auf den Tribünen sitzen. Es ist eine gute Gelegenheit, dass wir auf Grundlage einer Petition, die über 100.000 Menschen unterzeichnet haben, jetzt darüber reden können, in Deutschland einen Kinderbeauftragten einzuführen, auch wenn die Debatte deutlich älter ist. Wir haben sie seit den 80er Jahren. Aber immerhin hat der Druck der Petition insgesamt wieder Bewegung gebracht, das ganze Thema Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Unser Antrag, den wir vorgelegt haben, vereint erstmals dabei die Frage auf der einen Seite eines Kinderbeauftragten mit der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, die ins 27. Jahr geht am 20. November, und der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Warum wollen wir Kinderrechte stärken? Wir glauben, dass Kinderrechte ins Grundgesetz gehören, damit die UN-Kinderrechtskonvention in allen ihren Punkten wirkungsmächtig umgesetzt werden kann. Und gerade die Vereinten Nationen weisen immer wieder auf Defizite in Deutschland hin. Ich will nur einige exemplarisch nennen. Die hohe Kinderarmut bei gleichzeitig massivem Reichtum im Land, frühe Selektion im Bildungssystem und verwehrte Bildungschancen, die häufig was mit der Armut der Familien zu tun haben, die sich dann vererbt, massive Qualitätsunterschiede bei Betreuung und Bildung im Land, aber auch Rekrutierung und Werbung der Bundeswehr in Schulen und an Kitas, der Rekrutierung von 17-Jährigen zum Dienst an der Waffe, auf freiwilliger Basis aber immerhin, mangelnder Schutz für besonders schutzbedürftige Gruppen, junge Flüchtlinge, junge Menschen mit Behinderung, zu Jugendflüchtlingen haben wir heute früh bereits gesprochen. Und ich sage übrigens auch, Herr Lehrieder, hätten wir bereits einen Bundeskinderbeauftragten, dann würde der ähnlich wie ein Bundesmenschenrechtsbeauftragter zu dem heute früh andiskutierten Umverteilungsgesetz für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in die Leviten lesen. Was ist aber jetzt der Stand im Verfahren und was sind die Interessen der Koalition? Ich hatte gesagt, die Debatte um Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist 25 Jahre alt. Es gab in den 80er Jahren bereits eine Bewegung für einen Kinderbeauftragten. Im Ergebnis wurde immerhin die Kinderkommission des Deutschen Bundestages eingerichtet. Nun müssen wir einen Schritt weitergehen. Die Petition hat 114.000 Unterschriften erzielt. Aber dies ist eben nur eine Seile der Medaille. Um einen kinderrechtskonformen Zustand in Deutschland herzustellen, und darauf weist die Konvention selbst bereits hin, muss das Ganze in nationales Recht und auch in nationales Verfassungsrecht überführt werden. Ein Kinderbeauftragter kann dabei als Ergänzung zur Stärkung der Rechtssubjekte von Kindern im Grundgesetz angesehen werden. Aber es gehört eben zusammen, man darf es nicht voneinander isolieren. Was sind die drei Kernziele unseres Antrages? Erstens, wir wollen die Kinderrechte ins Grundgesetz bringen. Das heißt, wir wollen den Vorrang des Kindeswohl verfassungsrechtlich verankern. Wir wollen Schutz, Förderung und den Anspruch auf Beteiligung verfassungsrechtlich verankern. Das ist dringender denn je. Zweitens, wir wollen im Grundgesetz den unabhängigen Kinderbeauftragten verankern. Und das ist auch eine Forderung, die von den Verbänden kommt. Es gibt immer den Hinweis auf den Wehrbeauftragten. So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber ich glaube, die Idee zu sagen, auf der einen Seite die Rechtssubjektstellung der Kinder zu stärken, indem man die Kinderrechte im Grundgesetz verankert, muss zwingend nach sich ziehen, dann auch den Kinderbeauftragten ebenfalls im Grundgesetz zu verankern. Und drittens, wir brauchen ein Gesetz über die Befugnisse eines Kinderrechtsbeauftragten. Wie können die aussehen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ein Kinderbeauftragter könnte unseres Erachtens Stellung nehmen zur Kinderrechtskonformität von Gesetzesvorhaben im Bund, möglicherweise auch in Ländern, wenn man das ganze System durchgestaltet. Er könnte nonkonformes Behördenhandeln kritisieren, was gegen UN-Kinderrechtskonventionen verstößt. Wir sind hier langsam an Strukturaufbau über das Deutsche Institut für Menschenrechte, aber wir sind da ganz am Anfang erst. Kinderrechte müssen ins öffentliche Bewusstsein gebracht werden. Auch dafür kann ein Kinderbeauftragter sozusagen Botschafter sein an einer prominenten Stelle. Und er kann aber auch Ansprechpartner sein für die zum Teil schon vorhandenen Kinderbeauftragten auf Landes- und kommunaler Ebene. Aber wir wollen ihm auch darüber hinaus Rechte geben und deswegen muss er in der Verfassung verankert werden. Wir wollen, dass er Akteneinsicht und Anhörungsrecht hat, aber auch, dass er Amtshilfrecht hat, um beschwerdeführende Kinder vertreten zu können. Wir wollen, dass Landesverfassungen und Landesgesetze angepasst werden, auch an den Vorrang des Kindeswohlgedankens oder, um es mit der UN-Kinderrechtskonvention zu sagen, im besten Interesse des Kindes. Und wir wollen, dass Beteiligungsmöglichkeiten sukzessive ausgebaut werden. Dafür brauchen wir aber auch entsprechende finanzielle Möglichkeiten auf kommunaler, auf Landesebene, am Ende auch auf Bundesebene.
Und die Monitoringstelle, die jetzt eingerichtet werden soll beim Deutschen Institut für Menschenrechte, die muss deutlich stärker aufgestellt werden, damit sie wirklich befähigt wird, hier dafür zu sorgen, dass die UN-Kinderrechtskonvention vollständig umgesetzt wird, vollständig gilt und es auch keine größeren Verletzungen mehr geben kann. Sie muss ertüchtigt werden, dass es sie gibt, ist ein erster Anfang, aber eben nur ein Anfang. Und wir haben erste Befürchtungen, was die Koalition daraus machen wird. Wir wissen, sie haben da unterschiedlichste Vorstellungen. Ich weiß, die Sozialdemokraten, da sind wir uns ja sehr einig, wollen genauso Kinderrechte ins Grundgesetz und sie wollen auch den Kinderbeauftragten. Wir wollen hören auch aus der Union, wir hatten da sogar erste Anhörung schon, dass auch sie sich vorstellen könnten, einen Kinderbeauftragten einzurichten. Aber was ich da an konkreten Vorstellungen höre, das macht mir eher Angst und Bange. Und da sage ich Ihnen deutlich, wenn die Debatte um den Kinderbeauftragten am Ende dazu verwendet wird, um zum Beispiel die spezifische Stellung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zu schleifen, daraus, das nennen Sie dann Aufwertung, ich nenne es Abwertung, einen ordentlichen Ausschuss zu machen, wo dann die großen Koalitionen sich mit dem Fraktionszwang durchsetzen und selbst dieser Anfang von öffentlicher Ombudschaft von Kindern, nämlich das ist ja die KIKO auch ein Stück weit, wegzuschleifen und dann einen zahnlosen Kinderbeauftragten, der dann in Personalunion noch Vorsitzender der Kinderkommission sein soll, zu gestalten, ist das genau der falsche Weg. Das führt zum Abbau von Kinderrechten. Das geht nicht in die richtige Richtung. Wir wollen, dass ein Kinderbeauftragter keine Alibi-Veranstaltung wird. Wir wollen die 114.000 Petentinnen und Petenten ernst nehmen. Und sie ernst zu nehmen heißt eben in erster Linie, ich komme zum Schluss, Kinderrechte ins Grundgesetz, aber eben auch einen Kinderbeauftragten zu installieren, der ernst zu nehmen ist. Er muss Verfassungsrang bekommen und er muss eine gesetzliche Grundlage bekommen, damit er ordentlich arbeiten kann. Ich wünsche mir eine konstruktive Debatte zu unserem Antrag im Ausschuss. Und das, Herr Lieder, ich wünsche mir auch, dass wir die Debatte um eine Anhörung im Ausschuss nicht weiter aufschieben, sondern zu einer zeitnahen Terminierung kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Eckhard Polz von der CDU.